Die verschlüsselten Dokumente, die wir auf Korhal gefunden haben, weisen darauf hin, dass die Liga auf einer Orbitalplattform auf Castanar ein geheimes Biowaffenlabor betreibt. Wenn die Liga dort eine üble Überraschung für uns ausbrütet, würde ich gern darüber Bescheid wissen. Okay, ich spiele die Mission jetzt nochmal, weil ich vorhin irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich habe anscheinend irgendwas getan. Da habe ich dann irgendwie kurz die Aufnahme gestoppt, dann habe ich die versehentlich, habe ich sie wieder angemacht. Ich habe aber irgendwie währenddessen, fragt mich nicht, was auch immer ich, was auch immer ich gemacht habe, ich habe jetzt die alte Aufnahme nochmal gelöscht, weil ich halt irgendwie die halbe Mission dann offscreen gespielt habe. Und ja, ich spiele mir einfach nochmal. Halbe Stunde für den Arsch. Okay, was hat es mit diesem supergeheimen Todeslabor auf sich? Dieser Asteroid ist als Beryllium-Speicheranlage registriert. Das muss eine Tarnung für das Biolabor der Liga sein. Das wollen wir doch hoffen. Wir würden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, wenn wir den ganzen Weg nur wegen ein paar Tonnen Beryllium gekommen wären. Haben diese Dokumente irgendwelche Anhaltspunkte geliefert, was die Liga da drinnen treibt? Nein, Sir. Aber sie enthielten einige Sicherheitscodes der Anlage. Vielleicht können wir damit in ihre Systeme eindringen. Klingt nach Spaß. Tja, wo wir nun schon mal hier sind, können wir ja auch genauso gut einen Blick da reinwerfen. Ganz genau. Einblicke. Sir, Teile der Anlage scheinen vor Scans geschützt zu sein. Unsere Signale werden abgelenkt. Vorsicht da drin. Hey, Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Ich dachte Eugene. Ah, halt die Klappe, Matt. Na dann, Jungs, bleibt wachsam. Wie ist der Plan? Klingt gut. Was für eine Überraschung. Die Tür ist versiegelt. Nichts, was ein kleiner Dampfhammer-Sprengsatz nicht regeln könnte. Los. Du kannst auf mich zählen. Raider Truck. Der Zutritt zu dieser Einrichtung. Heute nicht, Kumpel. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Strengstens untersagt. Röstet jeden Rebellen, den ihr seht. Sieht aus, als würde ein Empfangskomitee auf uns warten. Adjutant, aktiviere diese Geschütztürme und zeig es ihnen. Systemzugriff. Dechiffriere Sicherheitsüberbrückung. Systemkontrolle übernommen. Nimm die Rechte. Okay, das sind immerhin die Hälfte der Beschütze. Wir werden schon ein paar von diesen ausschalten. Was zur? Genau, die gehen auf die Marines. Das ist gut. Ja, okay, bleiben wieder drei übrig. Jetzt sag schon an. Wichtig, dass wir mal Rainer vorlassen. Vorgehen lassen. Weil der am meisten Leben hat. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Was gibt's denn? Zeigen wir es ihnen. Wie ist der Plan? Raiders. Oh mein Gott! Tötet mich nicht! Gut. Diese Kreaturen. Solche Zerg habe ich noch nie gesehen. Matt, scanne ihre Biosignaturen. Einen Augenblick. Das Signal ist schwach. Moment mal. Sir, ich orte Zerg und Protoss-DNS. Wurden diese Dinger irgendwie assimiliert? Ich weiß es nicht. Aber ich bin echt neugierig, was die in einem Liga-Labor zu suchen haben. Schau dir das an. Wir haben diesen Rainer im Labor 1 in der Falle. Sehr schön. Lass die Zerg raus. Ich höre. Zeigen wir sie. Zerg. Sie kommen aus den Zellen da. Zerstört sie, Jungs. Wir müssen ihnen den Zugang blockieren. Jetzt sag schon an. Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Raiders Rocken. Den lasse ich mal im Leben. Was gibt's denn?
Klingt gut. Wie ist der Plan? Du kannst auf mich zählen. Was ist los? Wie ist der Plan? Klingt gut. Sie sind rausgekommen. Verdammte Scheiße. Du kannst auf mich zählen. Ich höre. Durchgeladen und entsichert. Los, los, los! Jetzt sag schon an. Zeig mir sie. Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Jetzt sag schon an. Kann's kaum noch erwarten. Was gibt's denn? Raiders. Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Labor! Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Ach, Scheiße. Zeigen wir sie. Worauf soll ich ballern, Sir? Verstanden. Was gibt's denn? Ich höre. Was ist los? Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Lass die Zerklinge los. Sieht aus, als hätten wir ein paar Optionen an diesem Terminal, sie schon mal ein bisschen weich zu klopfen, bevor wir reingehen. Ich hab da mal 5 Ultralisten freigelassen. Die haben natürlich zwar überlebt, es ging da nicht so gut aus. Oh, es sind jetzt weitaus mehr Zerklinge übrig. Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, waren 5 Zerklinge übrig. War natürlich für mich ganz gut, ne? Was gibt's denn? Durchgeladen und entsichert. Wie ist der Plan? Was ist los? Raiders Rock. Jetzt sag schon an. Zeig mir sie. Sieht aus, als wäre dieselbe Kreatur wieder und wieder mutiert und geklont worden. Matt, hast du noch irgendwas rausgefunden? Stedman hat ein paar Tests durchgeführt, Sir. Er sagt, dass die DNS-Stränge der Exemplare künstlich verbunden wurden. Wer auch immer für diese Sauerei verantwortlich ist, hat es mit Absicht getan. Matt, wir müssen diesen Ort hier in Schutt und Asche legen. Wir können das Labor auf keinen Fall einfach stehen lassen. Nun, ich orte eine starke Energiesignatur in Ihrer Nähe. Irgendwo im Gebäude muss es einen großen Fusionsreaktor geben. Perfekt. Wir finden einfach den Reaktor, zerstören ihn und dann nichts wie raus hier. Sehen. Klingt gut. Lass mal Munition. Sie haben diese Waffen und den Kreaturen hier getestet. Was zur Hölle haben die hier bloß getrieben? Marschbereit! Was gibt's denn? Alles Mögliche wahrscheinlich. Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Was ist los? Raiders rocken. Das ist jetzt tricky. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Da vorne wird es haarig. Diese Lagerhalle ist groß genug für schwere Einheiten. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Raiders rock. Boah, das mit dem Kriegsbot, da muss ich jetzt nochmal speichern. Aber hallo, Belagerungspanzer, Vikings. Warte, was ist das? So eine Art Kriegsbot? Ah, ich kann mit dieser Konsole ein Waffen-Upgrade wählen und ihn aktivieren. Personenabwehr-Napalm. Der Roboter wird nicht lange halten. Bewegung! Was ist los? Mist. Zeigen wir es ihnen. Jetzt sag schon an. Ich höre.
Raiders Rock. Was gibt's denn? Los! Was ist los? Klingt gut. Raiders Rock. Du kannst auf mich fällen. Abmarschbereit! Wie ist der Plan? Ach, scheiße. Hab ich einen Marine verloren. Klingt gut. Zeig dir her. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Zeig dir her. Raiders Rock. Oh, scheiße. Ihr habt leider nicht gesehen, wie krass ich das jetzt freigeräumt habe. Einmal ist Rainer gestorben, wobei, das habt ihr ja vorher gesehen, ne? Ich höre. Du kannst auf das ist eigentlich genauso wie vorher, bloß dass Rainer halt jetzt überlebt hat. Was gibt's denn? Jetzt sag schon an. Klingt gut. Ich höre. Oh, da ist Tor. Zeigen wir es dir. Jetzt sag schon an. Raiders Rocken. Klingt gut. Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Kannst du mich hören, Matt? Ich könnte hier unten Verstärkung gebrauchen. Da ist irgendwas Großes im nächsten Raum und ich glaube ja, nicht, dass es freundlich ist. Ich nehme drei Space Marines und drei Sanitäter. Weil es sehr wichtig ist, Sanitäter zu haben. Losgeladen und was ist los? Zeigen wir es ihnen. Und für das, was jetzt dann nachher kommt. Raiders Rocken. Jetzt sag schon an. Klingt gut. Worauf soll ich ballern, Sir? Wie ist der Plan? Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Raiders Rocken. Zeigen wir es ihnen. Raiders Rocken. Lass mal Kanone. Das ist erstmal gespeichert. Brutalisten lassen wir frei. Experimentiert die Liga an den Viechern also auch noch rum. Oh, sieht der fies aus. Es mag wohl nicht die beste Zeit sein, sich mit einem riesigen Zergmonster anzulegen, aber Statman braucht noch mehr Brutalisk-Proben, um seine Forschung abzuschließen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Frei natürlich. Ich finde das lustig, dass sein Nahkampfangriff brutalisieren heißt. Das sollte nicht passieren. Muss ich wirklich mit Rainer ihn challengen? Ach, das ist doch bescheuert. Wieso? Du kannst auf mich zählen. Was gibt's denn? Oh. Das ist ein bisschen blöd. Lad nochmal neu. Ich muss halt alle dazu bringen, auf ihn drauf zu schießen. Bloß das Problem ist halt der Brutalisk. Ich höre. Der geht halt relativ schnell auf die anderen los. Und Rainer, der hält nicht so viel aus. Du kannst auf mich zählen. Was gibt's denn? Okay, ich hab niemanden an den Brutalisken verloren. Er hat bloß die Ghosts da drüben nicht getötet, was halt so suboptimal was ist. Was ist los? Raiders Rocken. Hat er bei mir beim letzten Mal schon gemacht. Du kannst auf mich aber ich habe ihn auch extra so dahin gelockt, dass er halt zu den Ghosts kommt. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Raiders Rocken. Was gibt's denn? Zeigen wir es ihnen. Zumindest waren die Ghosts waren da gestanden, der ist halt so rübergelaufen, die haben ihn angeschossen. Der hatte halt vielleicht 10 Leben verloren oder so, ne? Die haben ihm gar keinen Damage gemacht. Sir?
Die Männer befinden sich genau über der Energiesignatur. Der Fusionsreaktor muss in der Nähe sein. Also das ist ein Killer-Hybrid. Ich habe überlegen, ob ich nicht einfach gucke, dass der Brutalisk eventuell einfach mich nicht angreift. Dass ich quasi einfach weitermache, um dann zu gucken, was dann passiert. Auf mich, jetzt sag schon an. Ein Dämmungsfeld um Protoss-Zerg-Hybrid wird schwächer. Stasis wird aufgehoben. Alarm! Alarm! Zusammenbruch des IWM-Dämmungsfelds! Wir verschwinden. Sir, Sie werden vorsichtig sein müssen. Die Kreatur ist gerade dabei, den Ort auseinanderzunehmen. Wer weiß, was Ihnen über den Weg laufen wird. Genau das, was ich hören wollte. Danke für die Warnung. Bleibt dicht bei mir. Abmarsch, Raiders! Zeigen wir es Ihnen. Raiders rocken. Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Random Fastlinge. Ich höre. Zeig mir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Ein Chronoriss. Chronoriss-Generator? Muss auf außerirdischer Technologie basieren. Max spielt hier echt mit dem Feuer. Wir müssen weiter. Sprengt euch durch den Schutt hier, Jungs. Jetzt kommt der schwierige Part. Was gibt's denn? Wird zumindest gleich. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Nein, da will ich nicht lang. Raider. Sir, wenn ich die Daten richtig interpretiere, dann ist der Hybrid so gut wie unzerstörbar. Versuchen Sie nicht, ihn zu bekämpfen. Raus da mit ihnen. Zur Hölle, das Hindernis wird ihn nicht lang aufhalten. Bewegt euch! Los! Los! Der Hybrid ist in Bewegung. Ja, der ballert jetzt den Zerg da oben weg. Noch ein Kriegsbot. Adjutant, hetz ihn auf den Hybriden, um uns etwas Zeit zu verschaffen. Zeig mir ihn. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Jetzt sag schon an. Raiders rocken. Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Was ist los? Sonst war ich keine Granate mehr. Raiders, Bewegung! Geladen und entsichert. Jawohl! Was gibt's denn? Du kannst auf mich zählen. Wie ist der Plan? Der ganze Laden stürzt ein. Raiders rocken. Zeigen wir es ihnen. Verflucht! Der Kriegsbot hat nicht gerade lang gehalten. Wir sehen ihn. Bereit machen, Jungs! Ich höre es. Raiders rocken. Das Problem ist halt nur... Du kannst auf mich zählen. Zeig mir es jetzt, sag schon an. Ich weiß halt nicht, ob der Hybrid jetzt dann... Wo genau der halt jetzt durchkommt. Ob der jetzt gleich hier rüberläuft. Du kannst auf mich. Also geradewegs durch oder. Aber weil ich glaube, das ist jetzt dann eh gleich egal. Ich höre. Wenn ihr fragt, warum, ihr seht's gleich. Auf mich. Was ist los? Klingt gut. Hätte ich meine ganze Plasmaladung eigentlich verbrauchen sollen. Du kannst auf mich zählen. Ah, ja, der ist einfach da durchgelaufen. Sir, ich habe den Hybriden nicht mehr auf den Scannern. Er scheint einfach Ich guck jetzt mal, ob ich das einfach hochlaufen kann. Verschwunden zu sein. Definiere verschwunden. Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Was gibt's denn? Raiders rocken. Zeigen wir es ihnen.
Wie ist der Plan? Klingt gut. Was ist los? Was gibt's denn? Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Wie ist der Plan? Raiders rocken. Klingt gut. Was ist los? Raiders rocken. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Ich höre. Heute ist ein Tag. Ich werde wahrscheinlich heute gefühlt gar nicht schlafen. Ihr müsst wissen, wir haben jetzt 4.47 Uhr. Raiders rocken. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Ich höre. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Raiders rocken. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Raiders rocken. Bereit machen, Jungs! Jetzt sag schon an. Wie ist der Plan? Was gibt's denn? Du kannst auf mich zählen. Ich höre. Die gute alte Pipe-Roll ist. Was ist los? Du kannst auf mich zählen. Oh, was zur Hölle? Zeigen wir es ihnen. Raiders rocken. Evakuieren! Zum Transporter! Transporter? Ich glaube, wir haben soeben unseren Rückfahrtschein gelöst. Jetzt sag schon an. Raiders rocken. Was? Zeit abzuhauen. Abflug! Matt, empfängst du mich? Wir kommen jetzt zurück in einem großen Transporter, den uns die Liga freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Schießt uns nicht ab! Ah, ich habe nur 12 von 13 Waffen gefunden. Schade. Ja, beim letzten Mal habe ich alle Waffen gefunden. Ich weiß nicht, was ich übersehen habe. Ah, der Brutalisk ist tot. Ich habe 2 Einheiten verloren. Ich habe alle Protoss-Relikte gefunden. Das reicht mir. Und Missionsbelohnung ist 125.000. Die Uhr 17 Bordzeit. Aber ich jetzt gerade vor einer halben Stunde. Das Ding da unten ist. Es war wie dieser Hybrid gegen den Zeratul gekämpft hat. Hier? Aber wie? Mengsk. Jedes Mal. Das Ende des verfluchten Universums ist nah und ich hätte wissen müssen, dass er dahinter steckt. Aber wie hat er es geschafft, einen Hybriden aus Zerg und Protoss zu erschaffen? Die Technologie, die dafür benötigt wird, ist weit fortschrittlicher als alles, was Terraner jemals entwickelt haben. Das kann er nicht alleine bewerkstelligt haben. Was immer du da unten gefunden hast, es macht mich sehr unruhig. Was war es? Eine ziemliche Monstrosität. Ein Zerg-Protoss-Hybrid. Muss ja mächtig Psi gehabt haben, wenn du seinen Schrei sogar hier oben gespürt hast. Brennend, blendend. Wie eine heiße Sonne, die man auf dem Gesicht spürt, wenn man seine Augen zusammenkneift. So was habe ich noch nie erlebt. Hoffentlich werde ich das auch nie wieder. Ja, hoffentlich. Hoffentlich wir auch nicht. Ich will gar nicht erst wissen, was du da unten gefunden hast. Merkst du nicht, dass du mich beim Trinken störst? Hier ist Kate Lockwell für UNN. Donny Vermillion ist nach wie vor krankgeschrieben. Gute Besserung, Donny. Gleich haben wir den Beginn einer 10-teiligen Reihe über Korruption in der Liga-Regierung im Programm. Wie weit reicht sie? Heute Abend jedoch würde ich gern auf das Thema Tarsonis und den Tag, an dem es viel zurückkommen. Familien, die auseinandergerissen wurden. Und das wörtlich. Als die blutrünstigen Zerg auftauchten. Berge von Toten. Entvölkerte Städte.
Sehen wir uns diese Bilder noch einmal an. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Halt, warte, könnt ihr nicht so einfach reinkommen? Hier spricht der Sicherheitsdienst der Liga. Diese Sendung ist beendet. Jetzt haben wir dich endlich, Arcturus. Tut richtig gut zu sehen, dass die Medien zur Abwechslung mal dich aufs Korn nehmen. Gesichtstausend, 30.000. Nice. Was? Brücke. Hier, da waren wir. Arsenal. Was zur Hölle hast du da in dem Labor aufgescheucht, Cowboy? Manx hat das Gottspielen wörtlich genommen. Er hat dieses Ding erschaffen und noch Dutzende mehr. Und wer weiß, wie viele Labore er da draußen noch hat. Wahnsinn! Als hätten wir mit den Zerg nicht schon genug am Hals. Jetzt bastelt sich Manx auch noch seine eigenen verdammten Monster. Was sollte ich machen? Was habe ich gemacht? Ich habe Verteidigungsmatrix. Und ich habe dann noch hier das Selbstreparatur-Ding vom Tor genommen. Und dann bin ich nochmal in die Schiffsmesse und habe mir jetzt noch die Hammer Security geholt. Nicht der Hammer, sondern Devil Dogs. Du hast ja 5000 mehr. Genau. Und dann bleibt die einzige Mission hier übrig, ist Char. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal, weil ich jetzt pennen. Ich habe jetzt dann im Schnitt nur noch 3,5 Stunden.